Guten Tag, mein Name ist Clara Maveglia und ich leite das Institut für Cultural Entrepreneurship hier in Berlin. Heute ist der Philosoph Julian Niederrümelin mein Gast. Er lehrt in München und ist international bekannt. Willkommen, Julian Niederrümelin. Schön, Herr Professor Niederrümelin, dass Sie da sind. Möchten Sie sich selber vorstellen? Ich mich, ja, ich bin Philosoph von Beruf, habe jetzt einen Lehrstuhl für Philosophie an der Universität München, war zuvor lange Zeit in Göttingen, zuvor noch in Tübingen Professor, zwischendurch mal 5 Jahre Kulturpolitik, habe Politik nicht zum Beruf gemacht, aber es war ein sehr interessanter Einblick in dieses ganz andere Tätigkeitsfeld. Man kann sagen, so meine Lebenslinien bewegen sich so zwischen diesen Spannungsfeldern. Also auf der einen Seite immer ein politisches Interesse, auch politisch engagiert, lange bevor ich ein politisches Amt inne hatte. Auf der anderen Seite die reine philosophische Arbeit, die wissenschaftliche Arbeit. Und natürlich gibt es da gelegentlich Friktionen, aber auch erfreuliche Überlappungen. Ja, wunderbar. Aber ich möchte das noch ein bisschen ergänzen. Also Sie sind ein sehr beliebter Professor und waren, wie Sie gesagt haben, ein sehr erfolgreicher Kulturminister unter der Regierung Schröder. Aber Sie sind auch berühmt dafür, als Sie Präsident der Deutschen Gesellschaft für die Philosophie waren, haben Sie im September 2011 den größten Kongress der Gesellschaft Welt der Gründe organisiert. Natürlich sind Sie auch noch Autor zahlreicher Bücher, die eine Riesenresonanz haben, auch international. Und dann wollte ich Sie fragen, mit all Ihrer Arbeit inspirieren Sie so viele Menschen. Wie finden Sie die richtigen Worte dafür? Also was mir leicht fällt, ich werde manchmal gefragt, wie ich das gelernt habe, ist mündlich auch komplexe Sachverhalte so zu erläutern, dass die Menschen es meistens verstehen können, dem folgen können. Also die freie Rede, die in Deutschland ja keine große Tradition hat, eher in Großbritannien, auch in den USA und in anderen Ländern der Welt, die ist mir irgendwie in die Wiege gefallen. Ich weiß es nicht, das ist mir mitgegeben, das ging immer so, das war auch schon als junger Mann so, als Jugendlicher so. Und entsprechend versuche ich auch einen Teil dieser Form zu kommunizieren, nämlich die mündliche, freie Rede in direktem Austausch mit Menschen, die einem zuhören, auch in die Bücher hineinzutragen, indem ich diese Bücher in der Regel eben diktiere und mir jemanden vorstelle, dem ich jetzt diesen Sachverhalt erkläre. In dem Moment, in dem ich anfange, mich selbst hinzusetzen und die Texte zu tippen, werden sie sehr kompakt, sehr dicht, schwerer verständlich, nicht so lesbar. Also das habe ich an mir selber beobachtet. Also diese, sagen wir, besondere Lust am mündlichen Austausch, die überträgt sich auch ein wenig in die Form, in der Bücher entstehen. Da will ich dann noch einen Moment bleiben. Gerade Ihre Formulierung über Europa bei einem Ihrer Bücher ist es so prägnant, so präzise und prägnant gewesen, dass ich eigentlich so ein langes Zitat machen musste, als ich Studentin bei Ihnen war, weil ich das nicht einfach trennen oder ändern konnte, wollte. Können Sie sich also sogar verbessern und diese Formulierung über die Werte und die Aktualität Europas jetzt uns hier versuchen zu erzählen? Erwischen Sie mich jetzt kalt, weil ich die Formulierung natürlich jetzt nicht mehr in Erinnerung habe. Also es ging damals um die Debatte und das ist im Grunde jetzt wieder die gleiche Debatte angesichts der Krise der europäischen Institutionen, der europäischen Politik. Gibt es über die Verständigung auf Vielfalt, auf Ausgleich, auf Friedlichkeit in Europa noch etwas, was dieses Europa zusammenhält? Gibt es sowas wie eine Identität Europas, eine europäische Identität? Man darf das nicht überzeichnen, wie alle Identitäten, alle kollektiven Identitäten haben die sehr unscharfe Ränder und sind zum großen Teil auch Setzungen, nicht? Also jeder Nationalstaat erzählt eine Legende über die eigene Nationalstaatswerdung und die ist mehr oder weniger historisch korrekt, aber ist trotzdem wichtig. Sie hält gewissermaßen dann doch die Geschichte zusammen. Und so sehe ich das auch mit Europa. Ich empfehle sehr, dass man sich nicht in die Niederungen
der Auseinandersetzung hineinbegibt, ist es die Romanità, also das katholische, römische Westeuropa oder Nordwesteuropa oder Westeuropa, oder ist es nicht doch einfach nur die kulturelle Vielfalt und der säkulare Staat? Sondern ich glaube, wenn man die Identität Europas im Kern umschreiben will, muss man weiter zurückgehen, historisch, nämlich in die Wurzeln oder zu den Wurzeln der europäischen Geschichte. Die liegen nun mal in der Antike, das ist die griechisch-römische Antike. Und die hat als ganz entscheidendes Merkmal die Idee, kühne Idee, zur damaligen Zeit fast unverständlich, dass das überhaupt möglich war, dass es sowas geben kann wie eine auf Vernunft und Kooperation und Verständigung ausgerichtete politische Ordnung. Das ist die erste Demokratie, soweit man weiß in der Geschichte, die Polis-Demokratie Athens und anderer Stadtstaaten in Griechenland. Und Voraussetzung dafür ist eine Zivilisierung des Religiösen. Das Religiöse darf nicht übergriffig werden gegenüber der Politik. Und vor allem die Wissenschaft ist nicht im Dienste des Fürsten oder im Dienste des Klerus, sondern die Wissenschaft ist das Feld, in dem die freie Gedankenarbeit möglich ist, die Menschen sich austauschen können, also Rationalität in diesem Sinne möglich ist. Und das ist, glaube ich, der Kern. Daraus hat sich vieles weitere dann entwickelt, die Rechtsstaatlichkeit im römischen Imperium, die europäische Aufklärung, vorausgegangen war der europäische Humanismus, italienische Frührenaissance, die neue Sensibilität, Petrarca und so, Mitis et Amabilis werden, das war so die Botschaft der Humanisten in der italienischen Frührenaissance. Texte der Alten lesen, Gedichte verfassen, ja, so in die Richtung, ein bisschen auch dem aggressiven Männlichkeitskult, der ja auch in diese Zeit typisch war in der Renaissance, die Renaissance-Fürsten zurückdrängen. Und ich glaube, an diese große humanistische Tradition muss Europa wieder anknüpfen. Dankeschön. Und jetzt wollte ich Sie fragen noch zu Ihrem Werdegang. Was hat Sie dann zu dem Menschen gemacht, den Sie heute sind? Also diese Frage ist natürlich wahrscheinlich einfacher zu beantworten von anderen Menschen und nicht von mir selbst, weil man doch zu sehr befangen ist gewissermaßen, um das wirklich beurteilen zu können. Ich glaube, man neigt dazu, die eigene Vita zu stilisieren als eine in sich schlüssige Entwicklung, ja, im Rückblick. Das sind Zufälligkeiten, ganz entscheidend. In meinem Fall war es so, dass ich mich lange Zeit nicht entscheiden konnte, als junger Mann, wie wahrscheinlich fast alle junge Menschen, was ich beruflich werden will. Ich hatte zunächst auch die naheliegende Idee in der Familientradition, wieder Künstler zu werden, Vater, Großvater, aber auch Tante und so weiter. Also wir haben ja einen hohen Anteil von Künstlerinnen und Künstlern in der Familiengeschichte. Liegt mir auch, ich habe einen gewissen Teil jedenfalls dieser Begabungen offenbar auch geerbt oder wie man das nennen soll. Auf der anderen Seite, gerade mein Vater war skeptisch unter den heutigen Verwertungsbedingungen von Kunst, Kunst zum Beruf zu machen. Und dann gut in der Schule habe ich bemerkt, dass ich eine gewisse Begabung habe für das Abstrakte, für die Mathematik, aber auch für das Sprachliche, für Deutsch, weniger für Fremdsprachen und vor allem nicht für viel auswendig lernen. Also das Denken, das logische Denken ist vielleicht das, was ich am ehesten beherrsche. Und dann habe ich mich entschlossen zu einem Doppelstudium Philosophie und Physik, damals sehr selten in der Kombination. Mag sein, dass da auch seine Bewunderung für Carl Friedrich von Weizsäcker und Heisenberg und manche andere Größen der Physik und der Philosophie, das sind ja alles auch Philosophen gewesen, Heisenberg ja auch, daraus spricht. Und habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich Philosophie aus Interesse und Physik auch aus Interesse, aber vor allem auch als Vorbereitung auf einen Beruf studiere. Und dass es dann anders gekommen ist, verdanke ich eigentlich in erster Linie einem Wissenschaftstheoretiker, damals vielleicht der bedeutendste in Europa, Wolfgang Stegmüller, der mich als noch ziemlich junger Student, da war ich noch ohne Abschluss,
mir die Möglichkeit gegeben hat, bei ihm zu promovieren, ohne anderen Abschluss. Das ging damals noch. Daraufhin, so figurativ gesprochen, habe ich alles liegen und stehen lassen und gesagt, gut, dann ist das jetzt erstmal mit Physik genug und ich konzentriere mich ab jetzt ganz auf die Philosophie. Weil das dann auch eine berufliche Option natürlich war, die sich daraus ergab. Und das hat sich dann wunderbar entwickelt, kann man sagen. Durchaus so von außen gesehen, meandernd. Ich war dann an der sozialwissenschaftlichen Fakultät auf einer Assistentenstelle und dann habe ich mich habilitiert in der Philosophie. Und meine erste Professur war in der Biologie für Philosophie und Ethik der Biowissenschaften. Also von außen gesehen, ja, Professuren in drei so unterschiedlichen Fakultäten, sozialwissenschaftliche, philosophische und naturwissenschaftliche, sehr selten, vielleicht sogar sonst gar nicht verbreitet in Deutschland. Aber für mich ist das aus meiner inneren Perspektive ganz geradlinig. Es ging im Kern um Fragen der vernünftigen Praxis. Das hat ethische Aspekte, politische Aspekte, rationalitätstheoretische. Da spielte auch der Umgang mit Methoden der Entscheidungs- und Spieltheorie eine Rolle. Das gibt eine gewisse Nähe zur ökonomischen Analyse, also an der Nahtstelle zwischen Ökonomie und Philosophie, ohne selbst Ökonomie studiert zu haben. Die formalen Fähigkeiten, die man lernt in einem Physik- und Mathematikstudium, die kann man nutzen in der Entscheidungs- und Spieltheorie. Und das habe ich dann auch getan. Von daraus war das für mich ziemlich folgerichtig und vor allem ging es nun um Fragen, die wirklich, glaube ich, von einer gewissen allgemeinen Bedeutung sind, nicht nur von einer wissenschaftsinternen Bedeutung. Also wenn ich jetzt Philosophie der Physik gemacht hätte auf Dauer, ganz am Anfang habe ich damit mal begonnen, dann hätten sich einige Physiker dafür interessiert und einige wenige Philosophen, die hinreichend viel von Physik verstehen, aber das ist ein sehr überschaubarer Kreis von Menschen. Dagegen internationale Gerechtigkeit oder Fragen der vernünftigen Lebenspraxis oder angewandte Ethik, Umgang mit Gentechnik oder mit Techniken generell. Das ist nun mal ein Thema, was auch außerhalb der Akademie, außerhalb der akademischen, der wissenschaftlichen Welt von Interesse ist. Und deswegen bin ich froh, dass ich dann sehr frühzeitig weg von der Wissenschaftstheorie der Physik sehr frühzeitig mich in Richtung praktische Philosophie bewegt habe. Das war dann immer das Zentrum. Ja, wunderbar. Da wir jetzt schon da sind und Sie das schon erwähnt haben, das mit der Entscheidungstheorie, dann können wir direkt fragen, wie geht man mit Entscheidungen um? Also die Entscheidungstheorie ist eine hochentwickelte, formale, mathematische Disziplin, von der man gar nicht so eindeutig sagen kann, zu welcher Fakultät sie gehört. Die bedeutendsten Entscheidungstheoretiker waren zum Teil Philosophen, zum Teil Mathematiker, wie zum Beispiel von Neumann, der war Mathematiker, oder Morgenstern war Ökonom, sehr viele sind Ökonomen, Statistiker, Informatiker. Also es gibt ein breites Spektrum von Disziplinen, die da beteiligt sind und trotzdem handelt es sich um eine bestimmte Methode, mithilfe formaler Methoden, also mithilfe formaler Mittel, auch der Mathematik, genauer zu analysieren, welche also Interaktionssituation es jeweils vorliegt, also wie die Interessenlagen, aber auch die Möglichkeiten zur Kooperation und so weiter sind. Und dieses Instrumentarium gibt wirklich Einblick in Dinge, die man so einfach nicht sieht. Also ohne dieses Instrumentarium würde man den Zugang nicht finden. Das ist das Interessante. Dazu gehören auch Theoreme, die einigermaßen erschütternd sind, wenn man sie ernst nimmt. Zum Beispiel das von Kenneth Arrow, was Sie kennen, das besagt, dass man sehr essentielle Grundbedingungen von Demokratien, es darf keine Diktatur geben. Wenn sich alle einig sind, dann sollte das auch getan werden. Ja. Also sehr elementare Forderungen, dass diese gar nicht erfüllbar sind. Das ist überhaupt kein Verfahren, auch nicht die Mehrheitswahlregel, die wir so für so wichtig halten, in der Lage ist, diesen Grundpostulaten zugleich zu entsprechen. Das ist eine große Herausforderung. Die demokratischen Institutionen reagieren darauf, auch schon bevor dieses Theorem entdeckt war. Das heißt, man bekommt auf die Weise eine tieferen Einsicht in die
das Funktionieren, in die Praxis der Demokratie, die man ohne diese Mittel, ohne diese Methoden der Analyse nicht hätte. Das finde ich schon recht faszinierend. Da wird dazu auch mit einem Kollegen zusammen ein ganzes Buch geschrieben, weil das in Deutschland die Logik kollektiver Entscheidungen, haben wir das genannt, dieses Forschungsfeld gar nicht sehr bekannt war. Das ist ja spannend. Aber gerade jetzt oder heutzutage bei den vielen Krisen ist natürlich auch Kooperation so wichtig. Und da wollte ich Sie fragen, warum ist Kooperation eigentlich immer die beste Lösung? Nein, da würde ich Ihnen widersprechen. Also es gibt Situationen, in denen ist Kooperation unerwünscht. Ein Beispiel ist all das Verhalten, was vom Kartellrecht unterbunden wird. Also zum Beispiel, wenn sich unterschiedliche Tankstellen Preisabsprachen, telefonisch vielleicht Preisabsprachen vornehmen oder durch Signale, einer geht immer voran, der andere folgt, Preisabsprachen vornehmen, dann ist das unerwünscht, weil es die Marktgesetze aushebelt. Also Kooperation ist nicht immer wünschenswert. Die Kooperation der Mafia-Familien untereinander ist auch nur in Grenzen wünschenswert, jedenfalls erschwert es die Strafverfolgung. Aber sagen wir mal dann, wenn wir eine Welt von zwei oder N Personen uns vorstellen und die haben die Möglichkeit, jeweils individuell optimierend sich zu verhalten, und das Ergebnis dieser individuellen Optimierung eigener Interessen wäre für jeden Einzelnen schlechter, als wenn sie sich für eine gemeinsame Praxis entschieden, die eben nicht zusammengesetzt ist aus den jeweils individuell optimierenden Strategien, dann handelt es sich um ein Kooperationsdilemma und dann kann man sagen, ist Kooperation in der Tat immer besser. Die Fälle, in denen Kooperation schlechter ist, sind ja solche, bei denen die Kooperation zwischen 2 oder 3 oder 5 oder 25 Menschen nachteilig ist für die, die nicht beteiligt sind an dieser Kooperation. Ja. Dann ist es schlecht. Ja. Der Tankstellenkunde, der wird benachteiligt oder die Opfer der Mafia werden benachteiligt. Ja. Aber wenn diese Benachteiligung ausgeklammert werden kann, haben Sie völlig recht, dann ist Kooperation immer besser als individuell optimierendes Verhalten. Und das zeigt sehr klar, dass die Botschaft, die ja jetzt in den letzten Jahrzehnten doch sehr viel Macht auch hatte, politische Macht auch hatte, nämlich die beste aller Welten ist die, in der jeder an sich selbst denkt und seine eigenen Interessen optimiert und der Staat sich nicht einmischt und die Moral keine Rolle spielt. Die Marktradikalen, manchmal Neoliberale genannt, was eigentlich ein irreführender Terminus ist. Diese Botschaft ist einfach beweisbar falsch und gefährlich. Ja, ich wollte auch auf die berühmte Spieltheorie, das hatten wir mal behandelt, und das finde ich nach wie vor unheimlich faszinierend. Aber ich wollte Sie fragen, hat Ihre Philosophie von Ihrer Nähe zur Politik profitiert? Und inwiefern, wenn ja? Also, sagen wir so, meine politischen Interessen haben sich gelegentlich, nicht sehr oft, aber gelegentlich niedergeschlagen in philosophischen Fragestellungen. Beispiel internationale Gerechtigkeit, das war übrigens ursprünglich ein Anstoß eines Grazer Museums, eine große Ausstellung, eine begleitende, der Nobelpreisträger für Ökonomie, Amartya Sen war eingeladen, ich war eingeladen, noch so ein paar, das war so ein Gipfeltreffen von Philosophie und Ökonomie mit Kunst. Das fand ich sehr gelungen. Und da war natürlich dann das philosophische Instrumentarium sehr wertvoll, um da mal genauer zu analysieren, was ist eigentlich Gerechtigkeit, was ist Ungerechtigkeit. So, und wie sehen das Künstler, wie sehen das Ökonomen. So. Aber ich würde doch sagen, das meiste, was mich philosophisch beschäftigt hat, ist erstmal unabhängig von politischem Engagement, politischen Interessen. Das ist schwer zu vermitteln. Viele Journalisten möchten einen auch gerne immer in irgendeine Schublade stecken. Aber Sie werden sehen, oder Sie kennen das ja zum Teil, wenn Sie die Schriften lesen, können Sie nicht rauslesen, welche politischen Präferenzen ich zum Beispiel habe. So ohne weiteres sieht man das diesen Texten nicht an. Das stimmt. Aber dann, wenn wir dann bei einem Ihren bedeutendsten Büchern bleiben, das ist eben sehr interessant zu hören von Ihnen, wie viel Wahrheit verträgt die Politik?
Also in der Tat, ich habe mich gegen die These gestellt, dass die Politik gewissermaßen eine verrottete Praxis ist und Wahrheitsansprüche, Begründungen, das Argument keinerlei Rolle spiele, sondern nur Interessen und irgendwelche mehr oder weniger problematischen Geschäfte, die da zwischen den Interessenträgern oder Repräsentanten gemacht werden. Ich glaube, das unterschätzt gerade in Deutschland. Deutschland hat ein Parlament mit einem sehr starken Aspekt auf Kommissionen, die also ohne Öffentlichkeit tagen, die sich beraten, die auch wissenschaftlichen Sachverstand mit hinzuziehen. Das ist ein bisschen anders wie das britische Parlament, wo die Konfrontation zwischen Regierung und Opposition im Mittelpunkt steht. Also es geht in der Politik natürlich auch um Interessen, aber nicht nur, sondern auch um Erkenntnisfragen. Was sollte getan werden? Und mal unabhängig davon, wie es faktisch ist, eine Demokratie ohne Wahrheitsansprüche, ohne universelle Geltungsansprüche, würden andere lieber sagen, Habermas zum Beispiel. Aber ich rede von Wahrheitsansprüchen. Nehmen Sie Artikel 1, Absatz 1 des deutschen Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das kann durch Mehrheit nicht verändert werden. Das ist sozusagen sakrosankt. Diese Norm kann nicht verändert werden, auch nicht mit verfassungsändernder Mehrheit. Das heißt, wie lässt sich sowas rechtfertigen, wenn es nicht hier um einen Erkenntnisanspruch geht, nach 12 Jahren NS-Diktatur, ja, nach 12 Jahren Verstoß gegen diese Norm? Und ich glaube, man kann den gesamten Menschenrechtsdiskurs nur so verstehen, dass es sich hier um eine Erkenntnis handelt. Man hat erkannt, dass Menschen individuelle Rechte haben, die man nicht verletzen darf. Das ist nicht eine Setzung, das ist nicht ein zufälliger Konsens, das haben wir sowieso nicht, ja, weltweit. Das ist eine Erkenntnis. Und aufgrund dieser normativ-ethischen Erkenntnis gibt es Grenzen für die politische Praxis, für die ökonomische Praxis, nämlich überall dort, wo solche individuellen Rechte, zu denen übrigens auch Rechte auf Beteiligung, auf Mitmachen, auf Partizipation, auf Gemeinschaft gehören, nicht nur individuelle Abwehrrechte, lasst mich in Ruhe, ich will mein Ding machen, sondern auch, ich habe ein Recht mitzuwirken, ich habe ein Recht dabei zu sein, ich habe ein Recht, einen Verein zu gründen, wie auch immer. Diese Rechte grenzen das Zulässige der ökonomischen, der politischen Praxis ein. Und ich interpretiere das als Wahrheitsanspruch, Geltungsanspruch und nicht nur als einmal getroffene Vereinbarung oder getroffenen Konsens oder eine zufällige kulturelle Phase, in der das eben mal so gesehen wurde. Und ich glaube, die Demokratie darf sich nicht verstecken. Sie hat ein Kern, eine Basis, eine normative Basis, die sie gegen ihre Feinde verteidigen muss. Und zwar als Erkenntnis. Können Sie das noch weiter einbetten in diese von Ihnen schon behandelte Trilogie Rationalität, Freiheit und Verantwortung? Weil das sind natürlich die Werte, die dahinter stecken. Würden Sie noch was dazu sagen? Also ich meine, in der Tat ist es so, dass wir, ich nenne das manchmal so ein kanonisches Verständnis des Menschen haben. Ja, man kann sagen, das ist so der Kern einer normativen Anthropologie. Man kann das auch eine humanistische Anthropologie nennen. Die hält Menschen für vernunftfähig. Das heißt, sie traut Menschen zu, dass sie aus Gründen handeln und mutet ihnen zu, aus Gründen zu handeln. Bei jedem Prozess, wo es um Straftaten geht, wird gefragt, warum hat er das getan? Gab es rechtfertigende Gründe dafür? Ja. Die Rechtfertigung der eigenen Praxis steht im Mittelpunkt der rechtlichen Behandlung. Und ich glaube, wir sollten uns daraus nicht verabschieden. Das ist so ein wohlfeiler Versuch, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Wenn ich es mal polemisch formulieren kann, eine Generation, die sehr moralisierend war, der ich so in den Ausläufern angehöre, im Westen, also sowohl in Deutschland wie in Italien, wie in Frankreich, aber auch in den USA, hat sehr hohe moralische, wertende Ansprüche gestellt, insbesondere an ihre Eltern und Großeltern, hat sie verdammt für ihre Untaten der Vergangenheit, Nationalsozialismus oder Faschismus in Italien.
um dann zu merken, hoppla, diese ganzen hochgespannten Erwartungen sind vielleicht gar nicht durchhaltbar. Ich muss ja auch ein ganz normales Leben führen, ich muss mich anpassen und so weiter. Abschied vom Marxismus im Verlaufe der 80er Jahre und der späten 70er Jahre. Und ich glaube, ein Gutteil dieser Generation hat auf diese persönliche Enttäuschung, die wirklich die Enttäuschung war einer Generation, das waren natürlich nicht alle, aber doch des eines führenden Teils dieser Generation, gewissermaßen wie ein trotziges Kind reagiert und gesagt, also geirrt habe ich mich natürlich nicht, sondern es gibt kein Irrtum. Mhm. Ja, es gibt kein Irrtum, es gibt keine Wahrheit, es gibt keine Objektivität. Ja, die ganze postmoderne Entwicklung seit den späten 70er Jahren hängt, glaube ich, damit zusammen, mit dieser Generationenerfahrung, der tiefen Frustration, dass das so nicht geht, wie ursprünglich sich das die meisten vorgestellt haben. Und ich wende mich gegen den Zynismus, der damit einhergeht. Sympathische Varianten gibt es auch, die sagen, ja, alles ist doch nicht so ernst zu nehmen, Richard Rorty, alles ist doch letztlich ein Spiel, alles sollte man ja ein bisschen ironisch sehen, die Ironikerin, dann ist es nicht so ernst, dann führt das nicht zum Krieg, dann wendet man keine Gewalt an. Und wenn man dann fragt, ja, warum sollten wir keine Gewalt anwenden, dann sagt er, naja, weil ich ein Westküstenintellektueller bin, die sind halt gegen Gewalt. Ja, das ist zu wenig. Ja, wenn das alles ist, dann kollabiert die zivile Ordnung, auch die Demokratie. Wir sollen Gewalt nicht anwenden, weil wir damit Menschen Unrecht tun. Und nicht nur, weil wir Ostküstenintellektuelle sind. Ja. Dann ist natürlich jetzt die Frage weiter, wenn wir gerade aus der Zeit hin, aus den 70er, 80er, ne, mit den Ressourcen, da wurde klar, dass sie Grenzen haben. Ist eine Politik der Fairness möglich, wenn die Ressourcen knapp sind? Ja, naja, ich würde umgedreht sagen, nur unter Knappheitsbedingungen ist das überhaupt ein drängendes Problem. Also wenn wir im Überfluss lebten, dann brauchen wir uns nicht viel über die Verteilung Gedanken machen. Das ist dann auch fast egal. Aber, nicht? Aber wenn es so ist, wie es heute noch ist, dass wir zwar die Ressourcen haben, um alle Menschen satt zu bekommen, ein anständiges Leben zu ermöglichen, aber 1 Milliarde immer noch von, ich weiß nicht, 1,25, glaube ich, Dollar am Tag und weniger leben. 1 Milliarde Menschen, das hält man ja nicht für möglich. Ja? Und sehr viele aufgrund schlechter Ernährung hungern. Dann stellt sich das Problem der internationalen Gerechtigkeit natürlich offenkundig. Und sich dann zu verstecken und zu sagen, ach, das ist da keine Herausforderung, es gibt da keine Akteure, es ist alles ungeordnet, was soll ich damit, was habe ich damit zu tun, wo ist, ja, so, was habe ich damit zu schaffen, das ist schon eine Art, glaube ich, Selbstbetrug. Ja, ich meine, wir gestalten diese Welt, die Menschen gestalten die Welt und manche profitieren und manche profitieren nicht. Und wir sind schon auch verantwortlich für die Art und Weise, wie die Weltgemeinschaft mit ihren Ressourcen umgeht. Da muss sich nicht jeder in gleicher Weise engagieren, aber wenigstens sich bewusst sein, darüber nachzudenken, was wir da eigentlich tun. Und von daher, glaube ich, ist der Rückzug in so eine spielerische Haltung, ach, lasst, ist doch alles egal und jeder schaut halt, wie er da durchkommt, ist nicht wirklich verantwortlich. Sie hatten nach dem Kern gefragt, das ist in der Tat, also Vernunftfähigkeit hat den Aspekt, weil wir vernunftfähig sind, sind wir auch fähig, nach Gründen zu handeln und das gibt uns eine gewisse Freiheit. Wir tun nicht immer nur das, was gerade andere von uns erwarten oder was unseren Augenblicksinteressen entspricht, sondern wir tun auch das, von dem wir überzeugt sind, dass es richtig ist. Das ist eine besondere Form von Freiheit. Ja? Freiheit und Verantwortung sind zwei Aspekte desselben Phänomens, nämlich, dass ich mich von Gründen leiten lasse. Die Gründe geben mir die Freiheit, abzuwägen und dann das zu tun, für das die besseren Gründe sprechen. Und sie geben mir auch eine Verantwortung für das Ergebnis meiner Praxis. Dann kommen wir jetzt zu der wichtigen Frage. Was bedeutet eigentlich Ethik? Also, in einem weithin etablierten Sprachgebrauch unterscheidet man zwischen Moral und Ethik. Moral ist sozusagen das, was wirksam ist im Verhalten der Menschen. Und Ethik ist die Theorie dazu. Ja, Ethik ist eine Subdisziplin in der Philosophie. Manche verwenden diese Begriffe anders.
Aber das ist eine vernünftige Einteilung, auch wenn es eigentlich sprachgeschichtlich unsinnig ist, weil Ethos und diese beiden Begriffe sind dann nur die griechischen bzw. römischen Entsprechungen desselben Begriffs. Ja. Also diese Unterscheidung ist etwas künstlich. Für mich jetzt, für meine Philosophie, gibt es diese strenge Dichotomie zwischen philosophischer Reflexion auf der einen und Alltagspraxis auf der anderen Seite nicht. Ja. Kann man pragmatistisch nennen, muss man nicht. Ja, gewisse Nähe vielleicht zu Dewey zum Teil, aber auch das können andere besser beurteilen als ich selbst oder auch zu Aristoteles. Also was ich meine ist das Folgende, jeder Mensch, auch jemand, der nie in seinem Leben eine einzige Zeile über Philosophie gelesen hat, denkt nach, was soll ich tun, unterhält sich mit Freunden vielleicht darüber, was ist richtig, was ist falsch. Und das zeigt, wir sind reflektierende Wesen. Alle miteinander. Auch, bin ich sicher, selbst in vorschriftlichen Kulturen, die es ja zum Teil noch weltweit gibt, ist die Reflexion wichtig. Die Leute denken nach, lassen sich beraten. Das heißt also, die Reflexion ist Teil der menschlichen Lebensform. Das Abwägen von Gründen ist Teil der menschlichen Lebensform. Unabhängig davon, ob es die Philosophie als Wissenschaft gibt. Und die Philosophie ist in dieser Perspektive einfach die Verlängerung einer Praxis, an der wir alle als Menschen ohnehin teilhaben. Ja? Die Philosophie verlängert das, systematisiert das, hilft bestimmte Begriffe in Zusammenhang zu stellen und Ähnliches, aber sie ist immer nur eine Hilfswissenschaft. Ja? Sie kann nicht, wie gewissermaßen von oben, dekretieren, was ist richtig und falsch, sondern sie kann helfen, Begriffe zu klären, Kriterien abzuwägen und so. Er hat eine bescheidene Rolle. Sie kann nicht den Priesterstand früherer Zeiten ersetzen. Ja. Und so sehe ich, in dieser dienenden Rolle sehe ich die Philosophie. Und die Ethik ist dann in diesem Verständnis gewissermaßen nur der Versuch, unsere moralische Praxis kohärenter zu gestalten. Zu schauen, was sind eigentlich die leitenden Begriffe, die leitenden Kriterien unserer moralischen Praxis. Und bei Widersprüchen dann auch die Menschen darauf aufmerksam machen, das und das könnt ihr nicht zugleich vertreten. Also an der Stelle muss eine Entscheidung erfolgen, weil die Dinge sind widersprüchlich. Eine ganz Basisfrage ist, wie viel ist ein Menschenleben wert? Also diese Frage hat sozusagen banale Antworten, nämlich man schaut auf die Praxis, man schaut zum Beispiel, wie viel in der medizinischen Praxis eingesetzt wird an Ressourcen, um ein Menschenleben zu verlängern. Und dann kann man das quantifizieren. Das ist nicht sehr einheitlich, sondern sehr, sehr unterschiedlich. Und dann kann man sagen, so viel scheint unserer Gesellschaft also ein zusätzliches Lebensjahr wert zu sein. Und es gibt vor allem in Großbritannien den Versuch, das so ganz utilitaristisch auch präzise zur Grundlage zu machen. Da ist ja das Medizinwesen ist ja da verstaatlicht und sie haben da den Qualified Adjusted Life Year als Größe. Das heißt also, wenn sie im Rollstuhl sitzen, ist ein Jahr zusätzliches Leben, also ein zusätzliches Lebensjahr ist weniger wert, als wenn sie nicht im Rollstuhl sitzen. Wenn sie im Bett liegen, ist es weniger wert, als wenn sie im Rollstuhl sitzen und so weiter und so weiter. Und dann kann man nach diesem Maß schauen, sozusagen die Gesellschaft setzt, sagen wir mal, 10.000 Euro ein pro Quali und dann kann man versuchen, eine kohärente Praxis zu gestalten. Ich will offen sagen, ich halte diese Art der Rationalisierung für inhuman. Wir sollten erstmal von der Überzeugung ausgehen, dass jeweils individuelle menschliche Leben hat keinen bezifferbaren monetären Wert, sondern einen Wert, der sozusagen alle Schranken übersteigt. Und das findet seinen Ausdruck darin, dass nicht nur die betroffene Person, sondern zum Beispiel auch Angehörige alles unternehmen würden, um ein Menschenleben zu retten. Stellen Sie sich vor, ein Kind ist in einen tiefen Brunnen gefallen und das zu retten würde also 1 Million Euro kosten oder was auch immer, dann würde man alles tun, um diese 1 Million Euro aufzutreiben und es wäre der reine Zynismus zu sagen, das ist es doch nicht wert. Das heißt also, es gibt einen Transfiniten, würde man dann sagen, einen sozusagen alle Schranken überschreitenden, wenn man überhaupt von Wert spricht, Wert des menschlichen Lebens.
Zur gleichen Zeit allerdings ist eine wichtige Norm, die ich auch für eine Erkenntnis halte, dass Menschen eine Eigenverantwortung für ihr Leben haben, die ihnen nicht abgenommen werden kann durch andere. Weder durch Ärzte, noch von Priestern, noch sonstigen. Das heißt, jeder Mensch entscheidet für sich selbst, wie er oder sie mit ihrem Leben umgeht. Ich bin in der Hinsicht libertär gesinnt. Das heißt also, wenn jemand sich entscheidet, Drogen zu nehmen, dann ist das unerfreulich, vor allem für die Umwelt, also für die soziale Mitwelt und für ihn selbst auch. Aber es ist kein Grund, ihn zu bestrafen. Drogen nehmen ist kein Grund, jemanden zu bestrafen. Wenn jemand säuft, wenn jemand Suizidversuch unternimmt, war früher strafbar, ist heute nicht mehr strafbar. Das heißt, das Leben steht in der Verfügung der einzelnen Person. Niemand hat das Recht, diese Verfügung der einzelnen Person zu nehmen. Und damit kann auch die einzelne Person abwägen. Deswegen ist es für mich kein moralisches Verbrechen, wenn Menschen entscheiden, ich habe Krebs, ich will jetzt nicht mehr in der Weise siechen, ich will vorzeitig mein Leben beenden. Das ist kein Verbrechen, das ist keine Hybris, das ist Ausdruck dieser Kultur der Eigenverantwortung und der Moral, die dieser Eigenverantwortung zugrunde liegt. Ich habe jetzt eine Frage, die vielen bewegt, und zwar Cyborgs, künstliche Intelligenz, Transhumanismus. Muss man sich davor fürchten? Also es gibt eine, sagen wir mal, Bewegung, Sie haben das Stichwort genannt, transhumanistische Bewegung, die in meinen Augen allzu naiv darauf setzt, dass sich die Menschennatur ja beliebig demnächst oder heute schon verändern lässt. Man kann so verschiedene technische Schnittstellen einrichten, Hirn, Umwelt und auf diese Weise vielleicht die Wahrnehmungsfähigkeit deutlich verändern. Es gibt ja Menschen, die laufen schon rum mit so bestimmten kleinen technischen Apparaturen, die ihnen das vielleicht ermöglichen. Das ist alles noch ein bisschen kindisch und spielerisch, aber grundsätzlich ist da natürlich viel denkbar in der nahen Zukunft. Manche setzen auf Psychopharmaka, wenn man mit denen die Intelligenz erhöhen kann, warum dann nicht und so weiter. Und da ist so diese Haltung, die es schon mal gab im Futurismus vor über 100 Jahren, charakteristisch, nämlich, ach, mir gehört die Welt und wir machen alles neu und ist doch super und die altmodischen. Warum soll man nicht zum Beispiel in Zukunft 6 Arme haben? Ist doch praktischer. Ja? Man kann mehr Dinge zur gleichen Zeit machen. Wenn man das machen kann, warum soll man das nicht machen? Und wenn man noch einen Eingriff in die Keimbahn zulässt, warum soll man nicht grundlegende Veränderungen der biologischen Menschennatur vornehmen? Ja. Also, ich glaube, dass erstens mal im Augenblick sieht es so aus, als ob all das naive Träume sind. Die Psychopharmaka, welcher Art auch immer, haben so massive Nebenwirkungen, dass man nur raten kann, lass die Finger davon, das bringt gar nichts. Aber das Entscheidende ist erstmal was anderes, nämlich, dass wir ja unsere gesamte Beurteilungspraxis ausrichten an dem, was Philosophen gerne Conditio Humana nennen, also die menschliche Natur, die menschliche Lebensform, die Bedingungen menschlichen Lebens. Wenn wir diese Bedingungen selbst in toto zur Disposition stellen, dann wissen wir gar nicht, nach welchen Kriterien wir noch entscheiden sollen. Was ist ein besseres Leben? Das der Ameise oder das des Menschen? Keine Ahnung. Ja, wir sagen natürlich, das des Menschen, klar, aber die Ameise können wir nicht fragen. Ja? Das heißt also, die beliebige Sprengung aller Strukturen, in die das menschliche Leben eingebettet ist, führt zu einer völligen Willkür und am Ende zu einem völligen Verlust jeder Bewertungsbasis. Und das ist mein eigentliches Unbehagen oder mein Einwand gegen so transhumanistische Utopien. Dankeschön. Wir haben so viele interessante Dinge von Ihnen gehört. Ich möchte noch, bevor wir zum Schluss kommen, bei Symposien anlässlich Ihren 60. Geburtstag war Jürgen Habermas dabei und hat eine wunderbare Würdigung ausgesprochen. Die möchte ich vorlesen, obwohl Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Aber ich werde mein Bestes geben, weil besser kann ich es nicht formulieren, wie gesagt. Sagte er, heute lässt sich ein politisches Engagement von Philosophen in 4 verschiedenen sozialen Rollen beobachten.
den bekannten Rollen des Politikberaters und des Intellektuellen stehen die weniger übrigen Rollen des Moderators zwischen Philosophie und Politik und des zeitweisen am politischen Betrieb teilnehmenden Philosophen gegenüber. Und außer Julian Niederrümelin kenne ich heute keinen Philosophen, der neben seinem akademischen Beruf alle vier diese politikaffinen Rollen erfolgreich ausübt. Und das war natürlich schon toll. Aber ich möchte noch was dazu hinzufügen. Und zwar in Ihrem Werk Die Optimierungsfallen haben Sie sich auch Gedanken gemacht, wichtige Gedanken gemacht über eine humane Ökonomie. Möchten Sie was dazu sagen? Das finde ich anlässlich oder jetzt in Zusammenhang auch mit den VW-Fall jetzt neulich so wichtig, wirklich, dass Sie darum bitte noch mehr zu erzählen. Also die Grundthese dieser Philosophie einer humanen Ökonomie lautet, dass die ökonomische Praxis auch um ihres eigenen Erfolges willen eingebettet bleiben muss in kulturelle oder auch moralische Strukturen, zu denen zum Beispiel gehört, dass wir die Bedingungen von verlässlicher, vertrauensvoller Kommunikation einhalten. Zu diesen Bedingungen gehört, dass wir nicht was behaupten, von dem wir selbst wissen, dass es falsch ist. Wahrhaftigkeitsregel ist was relativ harmloses, aber es ist ziemlich zentral. Dass wir unsere Urteile überprüfen und einen gewissen Realitätsbezug herstellen und nicht einfach irgendwas behaupten, von dem wir gar nicht wissen können, ob es sich wirklich so verhält. Das Prinzip der Verlässlichkeit und vieles andere. Das heißt also, man könnte es auch so formulieren in Abwandlung von Böckenförders Diktum, der gesagt hat, die Demokratie lebt von Bedingungen, die sie selbst nicht garantieren kann, oder von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Der ökonomische Markt lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht nur nicht garantieren kann, sondern die er sogar auf sich selbst gestellt zerstört. Wenn alles zum Markt wird, jede Freundschaft, jede Liebesbeziehung, jedes zivilgesellschaftliches Engagement, jeder Akt in der öffentlichen Verwaltung, wenn alles zum Markt wird, wo Dinge zum Kauf stehen und der Meistbietende gewissermaßen dann auch den Zuschlag bekommt, dann zerstören wir die Randbedingungen, die Rahmenbedingungen ökonomischer Praxis. Ja, also ich wende mich nicht gegen Optimierung. Wie sollte ich? Natürlich soll man optimieren, wo es sinnvoll ist. Aber in den Grenzen der Strukturen, die eine zivile Ordnung, ein humanes Zusammenleben ausmachen. Und dort, wo diese Ordnung selbst gesprengt wird, zerstören wir dann auch den Erfolg der ökonomischen Praxis. Das ist ja spannend. Aber was möchten Sie dann angehenden Philosophen oder Politiker empfehlen? Ja, ich bin da nicht jetzt in der Rolle des sozusagen Besserwissers. Ich meine nur, wir müssen schauen, dass wir diese säuberlichen Grenzen, so schrebergartenartig, jeder werkelt in seinem Bereich, wenigstens gelegentlich überwinden müssen. Es ist nicht gut, wenn die Politik nur aus Berufspolitikern besteht, die eigentlich immer nur Politik gemacht haben, seit ihrem 16. Lebensjahr in den Jugendorganisationen so sozialisiert wurden, keinen anderen Beruf ernsthaft kennengelernt haben. Und es ist nicht gut, um ein anderes Beispiel zu nehmen, wenn in der Politikwissenschaft niemand Erfahrung hat mit politischer Praxis, alles nur aus Büchern entnimmt. Es ist nicht gut, wenn die wirtschaftliche Elite sich völlig raushält aus den politischen Zusammenhängen oder die kulturelle Elite. Wir haben aber diese zunehmende Schrebergartenmentalität. Jeder Bereich bleibt unter sich, voller Ressentiments gegen die anderen. Und das wäre vielleicht das, was ich empfehlen würde. Mehr Vermischung, mehr Wechsel von einem Feld ins andere. Mehr Offenheit, mehr Austausch. Ja. Und dazu wollte ich jetzt auch merken, dass im Jahr 2005 haben Sie dann den interdisziplinären Studiengang Philosophie, Politikwissenschaft und Wirtschaft an der LMU etabliert. An der Ludwig-Maximilians-Universität in München etabliert. Das heißt, gerade jetzt sind ungefähr 10 Jahre, also nicht genau 10 Jahre, nicht ungefähr. Da hatte ich das Glück, eine der ersten Absolventen zu sein. Ja. Deswegen standen wir da ganz am Anfang, erinnere ich mich noch daran. Und da wollte ich fragen, wie viel von dem, was Sie sich erhofft hat,
ist dann Realität geworden. Also dieser Studiengang hat sich sehr gut entwickelt. Das war ja einer der ersten Studiengänge in Deutschland überhaupt, die in diese Richtung gingen. Berufsbegleitend, muss ich selber finanzieren. Das heißt, da kann man nicht den Steuerzahler in Anspruch nehmen. Echt interdisziplinär, das heißt, Themen, die von verschiedenen Disziplinen aus relevant sind, Transnationalität hat philosophische Aspekte, ökonomische, politische Aspekte, Ethik hat auch philosophische, politische und ökonomische Aspekte. Also das war die Idee, dass wir das in dieser Weise integrieren, und die Nachfrage zeigt, dass offenbar es ein wachsendes Interesse an solchen Angeboten gibt. Allerdings muss man sagen, zuletzt ist die Konkurrenz auch gewachsen. Es gibt jetzt an verschiedenen Orten in Deutschland ähnliche oder Angebote, die ein bisschen auch in diese Richtung gehen. Also ich bin eigentlich insgesamt sehr zufrieden, vor allem weil die Absolventinnen und Absolventen offenbar auch Kontakt unterdessen halten im Nachhinein, manche auch ihre Berufsfelder nach dem Studium deutlich neu ausrichten. Also von daher sind wir, bin ich ja nicht sehr zufrieden. Dann komme ich jetzt zu der letzten Frage. Und zwar, da Sie sich mit den großen Fragen beschäftigen, wäre wirklich sehr interessant von Ihnen zu hören, was ist dann das Wichtigste im Leben? Das muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Das würde ich selbst für mich gar nicht so eindeutig beantworten können. Natürlich fällt dann als Vater, älterer Vater kleiner Kinder natürlich sofort diese besondere Verpflichtung, die ja schon nochmal was Besonderes ist für heranwachsende Menschen, ein. Aber ich glaube, es gibt ein breites Spektrum von Wertungen, die dann das eigene Leben prägen. Ja, manche sehen das mehr im Spirituellen, andere im karitativen Engagement, Dritte wollen ganz der Wissenschaft dienen und nur darin aufgehen. Wir haben so eine merkwürdige Vorstellung, das lässt sich alles übersetzen in einen Interessenstandpunkt. Naja, im banalen Sinne, ja, es interessiert mich. Gut, in dem Sinne ist es ein Interessenstandpunkt. Aber was interessiert mich, warum und mit welchen Gründen? Das ist ja die ehrlich interessante Frage. Und da sind die Unterschiede sehr groß. Und ich finde das auch gut, dass jeder sozusagen für sich in einer Gesellschaft, in der man sich wechselseitig mit Respekt begegnet, auch wenn die Auffassungen sehr weit divergieren, für sich entscheiden kann, was das wirklich Wichtige im Leben ist. Vielen Dank, Herr Professor Niederlmann, für Ihre Zeit. Nächster Dank, Frau Maria. Danke.